Übrigens, letztens hat ein Bruder eine Frage gestellt. Darf man die Zakat eigentlich vorzeitig auszahlen? Beispielsweise, du hast im Monat Januar, ist ein Jahr über dein angespartes Geld gegangen und du wolltest eigentlich schon, nach einem halben Jahr hattest du schon den Nisab erreicht. Der Nisab ist so circa 3000 Euro im Moment, wenn man vom Gold ausgeht. Du hattest 4000 Euro nach einem halben Jahr schon. Darfst du jetzt schon diese Zakat auszahlen? Also wir müssen, da gibt es eine Regel auch im Prinzip, das sagt, man darf eine Ibadah, beachte bitte, es gibt zwei Dinge. Es gibt einmal Bedingungen der Pflicht, Shartul Wujub, und es gibt einmal den sogenannten Sababul Wujub, Ursache der Pflicht. Okay? Es gibt Ursachen der Pflicht, also das heißt, wenn diese Zustände gegeben sind, ist die Handlung zur Pflicht geworden. Dann gibt es aber nochmal Bedingungen für die Pflicht. Das heißt, die Ursache ist da, aber die Pflicht ist noch an weitere Bedingungen geknüpft. Man darf eine Ibadah ausführen, wenn die Ursache der Pflicht gegeben ist, selbst wenn noch nicht die Bedingung gegeben ist. Ein Beispiel, sagen wir es mal so, der Nisab ist die Ursache der Pflicht. Der Nisab ist die Ursache der Pflicht. Die Bedingung aber ist, dass ein Jahr abstreicht. Du darfst eine Ibadah nach dem Bestehen der Ursache und noch vor dem Eintreten oder vor dem Bestehen der Bedingung ausführen. Das heißt, ich darf die Zakat zahlen, auch schon vor einem Jahr, wenn der Nisab erreicht ist. Besonders dann, wenn es gewisse Notsituationen oder gewisse Umstände gibt, die das fordern.